Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutschla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar sind wir mittlerweile im Patch 9.2 angekommen. Und hier gibt es auch das ein oder andere, wo wir ein bisschen Gold liegen lassen können. Und da wollte ich jetzt mal reinschauen. Es gibt ja unter anderem ein Craft-System für Pets und Mounts. Und da kann man sich alle möglichen Materialien holen. Die meisten davon sind hier tatsächlich Blizzard-Account gebunden. Also sprich, man kann die zwischen Chars auf dem Account hin und her schicken, beziehungsweise auf dem Blizzard-Account. Heißt sogar, wenn man mehrere Accounts wie ich hat, kann man die auch zwischen den Chars von den zwei Accounts hin und her schicken. Es gibt aber auch einige Items, diese grünen hier, das sind diese Gitter. Und die sind quasi einfach ganz normale Items, sind nicht seriengebunden, kann man auch im Auktionshaus kaufen. Ich möchte mir jetzt einige von denen holen und natürlich noch ein paar andere T-Mox-Sachen, die dementsprechend hier aus dem aktuellen Patch sind. Jetzt schaue ich mal, ich habe schon meine Videoliste, muss ich mal aufmachen, da haben wir nämlich auch das mit dem Gold drin. Ich habe schon ein paar Sachen quasi einmal mit reingeschrieben, ich ziehe es euch mal rüber. So, da haben wir es. Und zwar, ich habe schon so um die 25.000 Gold ausgegeben für so ein paar Green-Items. Sind ja einige Green-Items reingekommen. Und da habe ich mir schon mal ein paar günstiger aus dem Haar gekauft. Das waren, weiß ich nicht, 10, 15 Items. Das war jetzt nicht großartig was. Dann habe ich mir Festmähler gekauft. Das müssten jetzt eigentlich schon, ich glaube, ich habe mir nochmal 20 gekauft. Eins war so um die 10.000. Also müssten es jetzt hier schon 35.000 sein. Was das mit den Festmähler auf sich hat, kann ich euch mal zeigen. Es gibt ja hier diese Schimmerdinger und die kriegst du alle möglichen, also durch alle möglichen Quellen. Es gibt eins, was behindert ohne Ende ist. Und zwar muss man dann ein Festmahl essen. Und dann gibt es eine Chance, wenn man das hier im Serum Mortis macht oder im Raid, dass man dementsprechend so einen Schimmer rauskriegt. Das ist auch der letzte, der mir tatsächlich fehlt. Da können wir jetzt mal gucken. Ich stelle mal noch eins mit meinem Twink auf. Hier, und jetzt essen wir das mal und gucken wir mal, ob wir Glück haben. Also, hier einmal muss das Fest mal futtern. Und eins habe ich, schon, wie gesagt, schon bekommen. Ich habe etwa, ich glaube, 8 oder 9 Festmähler gefuttert und dann habe ich quasi das erste gekriegt. Und jetzt bin ich halt diese Festmähler am Wasten. Ihr seht ja, der Buff kam, ein Schimmer haben wir keins bekommen. Sad life. Ich denke mal, da werden nur einige 10.000 Gold rausgehen, weil so ein Festmahl ist halt nicht günstig, ne? Also je nachdem, auf was man Server mehr guckt, kosten ja so um die 10.000, würde ich, um die 1.000 Gold. Festmahl. Gucken wir mal. Das hier brauche ich. Gut, hier kostet es ein bisschen über 1.000. Auf Anto ist es ein Ticken günstiger. Und so um die 1.000 Gold. Wahrscheinlich werde ich 100 Festmühle aufwärts brauchen. Also da wird noch ein bisschen Gold rausgehen. Was ich jetzt aber hauptsächlich kaufen will, sind, wie gesagt, diese Gitterdinger. Und da hat ein Kollege so eine Liste gebastelt. Halt nicht, das ist meine Goldliste. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die habe. Genau hier. Da hat ein Kollege von mir diese Liste hier gebastelt, wo man sieht, wie viel man quasi von dem ganzen Zeug braucht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen shoppen. Ich habe mir das andere Zeug gefarmt und das Zeug, würde ich sagen, das kaufen wir uns immer. Aha, ich habe hier genug Gold und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und schauen wir mal, wie teuer die sind. Also wir können jetzt hier mal Gitter eingeben. Gitter, und da seht ihr, es sind, glaube ich, alle im Auktionshaus von den Dingern. Es sind insgesamt 17 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Stück gibt es insgesamt. Und da sind alle drin. Manche kosten ein bisschen mehr. Hier haben wir Reaper-Gitter, kostet 40.000. Ehrlich gesagt, das ist berechtigt. Ich habe versucht, das Zeug zu farmen. Das ist ätzend. Ja? Und Vespeed-Gitter habe ich auch schon gefarmt. Da habe ich jetzt, glaube ich, mittlerweile 4 gefarmt. Oder muss ich mal gucken? Raptoid hier, Vespeed-Gitter. Die sind auch richtig dreckig zu farmen. Das letzte kaufe ich mir. Ich glaube, 5 braucht man. Gut, fangen wir mal oben an. Am Beat-Gitter brauche ich 2 Stück. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das hier irgendwo haben. Hier. Und da habe ich schon 2 Stück. Perfekt. Dann Aurel-Gitter, das hier. Da brauche ich 3 Stück und habe noch gar nichts. Also da müssen wir jetzt schon mal 3 kaufen. So, mal gucken, auf was wir dann insgesamt kommen. Dann brauchen wir Bufonit-Gitter. Das ist das von den Fröschen. Warum sind die denn jetzt so teuer? Ich hätte mir die vor ein paar Tagen kaufen sollen, dann waren die tatsächlich noch günstiger. Naja, gut, egal. Jetzt beißen wir einen bitteren Apfel und holen uns die mal. Okay, da habe ich 7 Stück und ich brauche 4. Okay, da brauche ich nichts. Die habe ich in der Tasche. Perfekt. Dann, was haben wir als nächstes? Kervit-Gitter. Wo haben wir das? Kervit hier. Und davon brauche ich 3 Stück und ich habe 0. Okay, die sind wenigstens günstig. So. Dann haben wir als nächstes
Helikgitter oder irgendwie so. Also mit der Aussprache habe ich es tatsächlich nicht. Die sind teuer. Wie viel habe ich da? Da habe ich eins im Inventar und ich brauche... Warte mal, brauche ich da 7 Stück von? 7 Stück von, ja gut, scheiß drauf. Ich kaufe mal 6 Stück. Das würde von so Schnecken droppen. Aber ich kaufe mir die jetzt alle. Ich habe beschlossen, ich fange jetzt da nicht nur an, das Zeug zu farmen. Das andere Zeug war schon ätzend genug. Dann Geometallgitter. Wo haben wir das? Geometallgitter. Da brauche ich 2 Stück von und ich habe 1. Also brauchen wir nur 1. Ich glaube, das wird doch teurer, als ich dachte. Dann Leopridengitter. Guck mal, wo haben wir das? Leopridengitter. Da oben haben wir es. Davon brauche ich auch 2 und ich habe keins. Also müssen wir uns auch nochmal 2 kaufen. Dann, was brauchen wir als nächstes? Lupingitter. Davon brauche ich 1. Lupingitter. Da habe ich auch keins. Kaufen wir uns das auch mal. Dann brauche ich Putritgitter. Putritgitter, wo haben wir es? Da unten. Und davon brauche ich 3 Stück. Dann haben wir Rotoridengitter. Davon brauche ich 1. Wo haben wir das? Da. Da habe ich... da habe ich schon 1. Perfekt. Okay, mehr brauche ich da echt nur 1? Mal gucken, ob der Kollege das alles richtig ausgefüllt hat. Ne? Wahrscheinlich fehlt am Ende was. Dann haben wir Raptoidengitter. Das ist von den Vögeln. Da brauche ich 3 Stück. Das habe ich doch bestimmt schon. Da habe ich schon 4. Okay, da habe ich schon zu viele. Skarbidengitter, wo haben wir das? Skarbidengitter, davon habe ich keins und da brauche ich 2 Stück, oder? Muss mal gucken, nicht, dass ich in der Zeile verrutscht bin. 2 Stück. Dann haben wir Tachnaraidengitter, das ist von den Spinnen, da brauche ich 4 Stück. Hier, da habe ich 1, 4. Dann... ungeformtes Gitter brauche ich dann, das haben wir hier oben, davon brauche ich 3, da habe ich 1, also brauchen wir 2 Stück. Dann haben wir Vespidengitter, jetzt wird es teuer, da habe ich 4 Stück, also brauche ich noch 1 zu kaufen, die kosten halt 29k. Dann brauche ich Viperngitter, brauche ich 2, die kosten hier 40k, das ist auch nicht ganz günstig. Und dann habe ich das Wombatgitter. Wombatgitter, da brauche ich 5 Stück. Und wie viel habe ich da? 1, also brauchen wir 4 Stück. Gut, das haben wir alle gekauft. Das haben wir jetzt ausgegeben. Das war jetzt wahrscheinlich nicht ganz günstig. 279.000 Gold haben wir da schon mal dort gelassen. Ja, okay. Aber dafür muss ich den Rotz nicht mehr farmen, wisst ihr? Also, wenn ich jetzt Klamm mit dem Gold wäre, dann hätte ich die jetzt selber gefarmt. Aber was ich mir denke, wie viel Zeit da drauf geht, alleine für die Vipern- und Vespidengitter, wie lange ich da gefarmt habe, in der Zeit habe ich das Gold 3-mal reingeholt, weil ich bin ja jemand, der doch recht gut Umsätze auch generieren kann. So, jetzt müssen wir mal gucken, es müssten jetzt 17 Dinger hier sein. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, ich kann jetzt anders rechnen. 4, 8, also 16, 17, ja okay, also ich habe 17. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich von allen genug habe. Wobei, das müsste eigentlich passen, ne? Das werde ich dann später sehen. So, und jetzt würde ich aber sagen, lassen wir es nicht dabei bewenden, sondern kaufen noch so ein bisschen T-Mock. Ich habe auch schon vorher mal einen Scan gemacht. Und dann holen wir uns jetzt auch nochmal vielleicht das ein oder andere. Was haben wir denn da Schönes? Oder trage ich das vielleicht nochmal anders in meine Liste ein? Wo haben wir sie denn? Hier. Nee, machen wir es anders, dann kann ich das hier oben rausdingsen. Wenn ich das jetzt einzeln eintrage, dann ist es blöd. Wir haben jetzt hier einen T-Mock. Was ist denn das? Ein Zweihandstreitkolben. 1000 Gold, das ist ein No-Brainer. Das Ding kaufen wir uns. Dann, was haben wir da noch so schönes? Ingi-Zeug. Ich hoffe, der Addon-Entwickler nimmt jetzt mal diese weißen Sachen raus. Keine Ahnung, warum die hier damit da drin sind. Bei den Ingi-Sachen ist ja klar, ne? Die kann ich nur irgendwann lernen, aber da muss ich mein Ingi noch ein bisschen hochspielen. Dann haben wir hier noch einen Streitkolben. Den würde ich mir auch kaufen. Das ist nicht derselbe, oder? Nee, das ist ein anderer. Das sind hier alles kosmetische Items für 4000 irgendwas. Dann haben wir hier noch einen Stab, der kostet 7k, den kaufe ich mir auch noch. Was haben wir hier? Da haben wir noch einen Streitkolben für 10k, den kaufe ich mir auch. Dann
haben wir hier noch einen Streitkolben für 20k. Komm, scheiß drauf, den kaufe ich mir auch. Dann haben wir hier einen Stoff-Item. Ah, nee, das brauche ich mir nicht kaufen, weil das kann ich nicht lernen, ne? Das Platten-Item für 30k, das könnte ich lernen. Und dann würde ich sagen, lass mal es hier erstmal gut sein. Ich könnte jetzt nur nach irgendwelchen rausgepatchten Items suchen. Aber das sind, glaube ich, Crafted-Sachen. Ja, die wollte ich hier erstmal noch nicht gucken. Nee, lassen wir es hier mal gut sein. Holen wir jetzt erstmal das Zeug raus. Als teuer wahrscheinlich wieder genug, oder? Zum Beispiel 350.000. Also, jetzt lernen wir das erstmal. 1, 2, 3, 4, 5. Und das hier muss ich mal gucken, dass ich das zu meinem Ding schicke. Boah, wie habe ich den denn genannt? Taylor Platte wahrscheinlich. Platte, ja. Da muss ich dann halt umloggen. Okay. Dann haben wir jetzt hier rausgehauen 352.000. Okidoki. 352.000. Dann sind wir schon bei 400k. Gut. Und dann würde ich sagen, schaue ich nochmal auf meinem Char auf Antonidas, dass wir da auch vielleicht noch das ein oder andere holen. Machen wir da vielleicht nochmal einen neuen Scan, dass wir die richtigen Daten haben. Ihr seht, hier habe ich das Food, das habe ich jetzt hier einen Ticken günstiger gekriegt. Ich habe das erst nämlich auf Blackmore gekauft für 1000 irgendwas. Und hier auf Anto kriege ich das halt für 600 irgendwas. Ne? Zumindest ein paar habe ich da rauskaufen können. Und ja, aber so im Mittel für 1000 Gold habe ich die Dinger gekauft. Wahrscheinlich brauche ich nur einige mehr, bis ich halt dieses letzte Schimmerding kriege. Vermute ich mal. Mal gucken, ob hier auch nochmal irgendwie was drauf ist. Wir hatten ja jetzt schon im Overall 400k. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier noch ein paar Sachen kaufen, kommen wir auf 500k. Dann werde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Je nachdem, was wir hier jetzt noch so Schönes drin haben. Also, da sind alles irgendwelche Low-Sachen, ein bisschen Ingi-Gedöns, kennen wir ja schon. Hier haben wir eine Flinte, die kann man über Ingi bauen. Die würde ich mir jetzt einfach mal rauskaufen für 14k. Dann sind hier nochmal Kettenschuhe aus dem HC. Ich glaube, das ist aus Nathria, ne? Das kaufen wir uns auch. Perfekt, dass das Kettensachen sind, kann ich das gleich lernen. Dann haben wir hier eine... das ist auch aus... hier. Ich dachte mir gerade, das ist doch kein Ingi-Ding. Das ist aus dem Tempel für 20k, das würde ich auch kaufen. Noch Ingi, das ist ein Rücken, der ist aus dem aktuellen Raid, aus dem LFR, den kaufen wir uns auch. Was haben wir hier? Das ist ein Ingi-Teil. Bei das hier sind Beine aus Antorus, auch Kette, das kaufen wir uns auch mal raus. Und das hier sind Ingi-Sachen, Ingi, Ingi, Ingi. Hier, das wäre jetzt noch Füße aus dem aktuellen Raid, ne, aus dem LFR. Komm, scheiß drauf, die kaufe ich mir auch noch raus. Scheiß drauf. So. Das war jetzt, glaube ich, alles Kettenstuff, was ich mit dem lernen kann, oder? Wenn ich mich nicht verguckt habe. Beziehungsweise halt auch Waffen, ne? Jetzt schauen wir mal. Also, genau, die Füße kann ich lernen. Das ist, selbst für den Twinks ist das jetzt alles kein Upgrade, ne, die Sachen. Weil der hat es mittlerweile 250 einfach nur übers Questen hier in der Zone. Das geht ganz gut, aber fürs T-Mog nehmen wir die mit. Den Dolch kann ich mit dem auch lernen, oder? Wunderbar. Auch der Rücken, ne, ist halt kein Upgrade, kann ich halt weghauen. Dann das hier kann ich nur lernen. Und die Schuhe. Eigentlich fast ein bisschen schade. Hätte ich mit irgendeinem anderen Kettenschar hier auf dem Server lernen sollen. Weil die kann ich auch weghauen. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich die Sachen jetzt geholt habe. Eventuell kann ich die fürs Set sogar auch noch brauchen. Ne? Also fürs Raid-Set. Mal gucken. Gut, was haben wir jetzt hier ausgegeben? Wir haben jetzt hier 130.000 ausgegeben. Tun wir es mal abrunden. 130.000. Dann sind wir jetzt auf einer Endsumme von 542k. Ich könnte jetzt noch die anderen Server abklappern, aber ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal dabei gut sein. Schlichtweg, weil wir jetzt erstmal noch ein bisschen anderen Stuff hier in dem Patch machen werden. Und danach werde ich wieder ein bisschen mehr ins T-Mog gehen. Mir war es jetzt halt bloß wichtig, dass ich die Gitter mal alle zusammen habe. Und ich dachte mir, das wird ein bisschen teurer. Wird es sich lohnen, vielleicht eine Folge aufzunehmen. Und das hat sich bestätigt. Alleine für die Gitter habe ich ja fast 300k gezahlt. Ne? Also ist schon nicht ganz günstig. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Waste of Money Video. Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, wird es ein, zwei Wochen noch dauern. Dann werden die Gitter wahrscheinlich wesentlich günstiger sein. Aber ich will mir meine Zeug jetzt craften. Deswegen habe ich mir die gleich geholt. Gut, damit verabschiede ich mich für die kleine Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.